Hi Leute, ich bin Ava und willkommen bei Mehr als Ava. Heute machen wir ein Back-to-School-Shopping, weil es ist ja bald Schule. Bevor wir anfangen, haben wir noch eine Challenge. Ich schaffe es, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken und das Video mit euren Freunden zu teilen. In 1, 2, 3, 4, 5, vorbei. Habt ihr es geschafft? Hoffentlich. Und jetzt fangen wir mal an. Also, hier bin ich. In meinem kleinen Zimmer. Ich bin umgezogen. Ja, schon wieder. Ich liebe es einfach so umzuziehen. Und ja, heute gehen wir mal shoppen. Ich habe eine Maske besorgt. Ich bin lange nicht mehr rausgegangen. Und ich zeige euch mal mein Schreibtischzimmer. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe keine Schulsachen. Also gehen wir mal einkaufen. Ich habe gerade gemerkt, ich brauche eine Tasche. Egal. So. Und holen wir mal unseren Mundschutz. Warte, nur damit ihr wisst, diesen Laden, diesen Schulladen, warte, ich mach's mal ein bisschen leiser, habe ich selbst gemacht. Nicht, dass ihr denkt, der Shop ist ja jetzt so ein Laden, leider nicht. Also, so, wir sind jetzt da, in diesem kleinen Lädchen. Und ich habe hier diese Ullen-Dingi-Tasche gefunden. Ist jetzt nicht wirklich eine Tasche, ist aber egal. So, also hier sind wir schon mal bei den Stiften. Soll ich diesen Alien-Stift oder den Katzenstift nehmen? Ich weiß nicht, ob dieser Katze... Oh ja, dieses Katze ist so ein Radiergummi. Also weiß ich, ich muss kein Radiergummi mitnehmen. Ich denke, ich nehme eine Katze. Dann nehme ich noch einen Highlighter mit, dann noch Pink. Vielleicht dann noch einen Bleistift. Kann ich das alles rausnehmen? Ja, manchmal in diesen Taschen, dann kann man es nicht mehr rausnehmen. Ist voll doof. So, hier sind wir bei den Büchern. Ich hole mir nicht so ein Ding für, das ist so ein Ersatznäppchen, diese kleinen Dinger. Ich weiß nicht, wie man die nennen könnte. So, also mal schauen. Oh, ein Mondbuch. Das nehme ich mir mal mit. Oh, Brains. Also ich nehme jetzt mal ganz viele Bücher mit. Bäh. Okay, gut. Gleich noch diese Bücher und diese. Also dann denke ich, wenn ich schon mal bereit bin, Büchern. So, gut. Also, hier mal schauen. Ja, ich brauche noch einen Rucksack. Hier. Oder da drüben ist noch so ein größeres. Ja, das nehme ich mit. Aha, ein Mäppchen haben wir auch noch gefunden. Ja, das nehme ich auch mit. So ein kleines machen wir mal. Eine Essensbox. Früher habe ich mal Docs gesagt, für irgendeinen Grund. Frühstücksdocs. Ja, Frühstücksbox. Dann noch ein Taschenrechner. Kleber. Wir dürfen noch keinen Taschenrechner mitnehmen in der dritten Klasse. Bald komme ich noch schön nach den Sommerferien. So. Ah ja, wir haben gesagt, wir brauchen nicht. Lineal. Dann hier noch eine Schere. Ja. Und dann können wir gleich Geld mitnehmen, auf meinen Kopf balancieren. Ich würde gern bezahlen. So gut. Piep, 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 piep. Hab viele Sachen. So, dann gehen wir mal. Bap, 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 bap. Gehen wir wieder nach Hause. Und jetzt haben wir meinen Schulranzen. Ich weiß nicht, warum ich so gemacht. Vivi ist auch noch da, immer noch im Schlafen, aber okay. So rausholen. Wie ihr sehen könnt, da habe ich sehr viel Loot gemacht. So. Also dann gehen wir hier mal nach hinten. Gut. Also. Frühstücksdocs. Oh, warte, jetzt kann ich auch meine Maske. Also das hier bringe ich erstmal hier nach hinten. So, Maske. Gut. So, hier meine Bücher. Bücher gehören ins Regal. Sollen sie denn sonst hingehen? Ins Regal. Ja. So, das legen wir dann mal. Oh ja, mein Mäppchen. Ist das nicht ein Bleistift? Ich habe jetzt zwei Bleistifte. Wobei, dann radieren wir mir am Ende.
4 ist zu wenig. So, hier ins Mäppchen. Alles rein. Also, ich weiß nicht, warum ich jetzt nicht ein 4 Mäppchen mitgenommen habe. Also, die Tasche machen wir jetzt hier. Oh, warte, ich brauche noch ein paar Bücher hier rein. Gut. Diese Tasche lege ich jetzt mal nach hinten. So. Und ich will noch was sagen. Und zwar, irgendwie bei mir, warte, kratze ich gerade ein bisschen. Manchmal gehe ich einfach aus dem Spiel oder in ein anderes Gebäude, Tuckerbrucker, und dann sind einfach halt von meinen Sachen weg. Deswegen ist mein Haus so leer. Ja, nicht, dass ich wundert. Ich weiß nicht warum. Und das war mit meinen Charakteren. Manchmal, wenn ich ganz viele mache, dann kommen sie einfach nicht. Nur so 3 oder 2. Und das finde ich voll komisch. Und wenn ich sie dann ändere, damit sie rauskommen, gehen die ersten Leute weg, die schon rausgekommen sind. Das ist voll komisch. Ja. Und jetzt machen wir die Shoutouts. Das erste Shoutout geht an Luna. Hallo, Luna. Und das nächste Shoutout geht an Leonie. Hallo, Leonie. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wenn ihr das noch nach oben da ist, und könnt ihr noch 2 Videos von uns sehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben.